Ich schätze es sehr, dass an der ZHAW Weiterbildungen ermöglicht werden. Dass ich hier besonders viele spannende Forschungsthemen habe. Dass ich mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten zu tun habe. Ich bin Gabi Flotron, ich arbeite an der ZHAW in Winterthur bei den ICT Business Applications, die zu Finanzen und Services gehört. Ich bin 2008 eingestiegen in der ZHAW, die Business Applikationen, zu 40% und habe mich nachher einschaffen mit Weiterbildungen, intern wie auch extern, und habe die Chance bekommen, im Januar 2015 die Teamleiterstelle zu übernehmen. Die wichtigste Applikation, die wir betreuen, ist sicher Evento. Das ist die Schuladministrationssoftware und sie tut den ganzen Lifecycle eines Studierenden abbilden. Das heisst, vom Interessent bis er am Schluss eigentlich nach 4 Jahren maximal den Bachelor macht und dann ein Diplomzeugnis bekommt, das wird alles in dieser Applikation abgebildet. Unsere Aufgabe ist, dass der Betrieb von Evento sichergestellt ist. Dazu gehört aber auch die Schulung von Mitarbeitenden. Das sind vor allem Leute von den Studiengangssekretariaten, die Schulungen besuchen. Das ist am Anfang eine Basisschulung und nachher folgen weitere Grundschulungen, die dann ein bisschen vertiefter alles anschauen. Die Herausforderung in meinem jetzigen Job sehe ich eigentlich dort drin, eine gute Balance zu finden zwischen dem Operativen, das heisst der täglichen Arbeit, die ich wirklich praktisch machen muss, und aber auch der Führungsarbeit. Ich möchte nicht, dass das Kümmern um meine Mitarbeitenden zu kurz kommt, dass ich da zu wenig Zeit investieren kann. Aber da muss man immer einen guten Mix finden und sich auch dafür einsetzen, dass man das wirklich so einhalten kann. An der ZHAW gefällt mir vor allem die Unternehmenskultur. Ich finde es sehr schön, dass man da einen kooperativen Führungsstil auch unterstützt. Dann auch, dass es eine soziale Komponente drin hat. Der Mitarbeitende wird sehr hoch geschätzt. Und ich glaube auch, dass das an der ZHAW so gelebt wird. Ebenfalls sehr spannend finde ich die Strategie der Fachhochschule, wohin dass man in den nächsten Jahren gehen will, die Visionen und auch da dürfen mitschaffen, das ist sehr interessant für mich. Es ist ein spannendes Umfeld, das sich immer weiterentwickelt. Das ist das, was ich eigentlich am spannendsten finde am Ganzen.